Hallo liebe Leidln, heute gehe ich ein bisschen spazieren. Ich glaube, dass ich nicht der Einzige bin, der heute ein bisschen spazieren geht. Weil wir mal zum Mozartsteg schauen, da mal rumspazieren. Und naja, bei meinen Händen, dass denen nicht langweilig ist, habe ich ihnen einfach mal was zum Festhalten gegeben. Also dann, gehen wir mal spazieren. Ach ja, momentan, ach. So, ein bisschen Sauerstoff kriegen, gell, beim Spazierengehen. Beim Spazierengehen ist aber wichtig, atmen, frische Luft einatmen. Das ist das Gesündeste, was du machen kannst beim Spazierengehen. Natürlich, trinken ist auch nicht schlecht, aber das Wichtigste ist atmen beim Spazierengehen. Darum macht man das ja manchmal auch, wegen der frischen Luft, die man so hat beim Spazierengehen, gell. Ja, und ihr seht, meine Hände haben auch noch genug zu tun. Spazieren. Der Tag ist so wunderschön, genau die richtige Zeit zum Spazieren gehen. Bei uns in Salzburg, in Stadt Salzburg. Schaut euch an, wie schön die Salzburg ist zum Spazieren gehen. Ja, und jetzt werden wir dann da mal zum Mozartsteg umspazieren. Ja, was ist denn da? Ja, komisch. Sind da Menschen? Dann da welche spazieren? So, wie ich versprochen habe, jetzt sind wir angekommen beim Mozartsteg. Da wollten wir hinspazieren und die Füße haben es geschafft. Die sind wirklich ganz salopp herspaziert. Lassen wir mal ganz kurz die Seele da baumeln und ich würde sagen, weil Salzburg so schön ist, spazieren wir dann einfach mal ein bisschen weiter, oder? Bei frische Luft einatmen, beim Spazieren, das können wir probieren. So. Schaut euch mal, wie schön das da ist. Wie schön. Ach ja. So schön. So. Jetzt haben wir noch ein bisschen weiter spaziert bei dem schönen Tag, um frische Luft zu schnappen. Wie ihr seht, viele andere Leute auch da frische Luft schnappen und herumspazieren. Ganz schön viel los heute. Naja, hoffentlich wird es jetzt eng beim Spazieren, aber ich glaube, die Leute werden schon achtsam sein und sich nicht gegenseitig auf die Füße treten, gell? Also ich kann euch nur empfehlen, am Wochenende in eurer Stadt herumspazieren. Tut euch eure Gesundheit gut. Frische Luft ist ja wichtig, ihr wisst das ja. Also Sauerstoff mit CO2 austauschen. Alle probieren. Geht am besten, wenn ihr die Hände in die Füße nehmt, dann ein bisschen mit Spazieren kombinieren in eurer Stadt. Ihr seid nie alleinig beim Spazieren, aber den Mindestabstand, den hält ja jeder ein. Das wisst ihr, das ist ganz wichtig beim Spazieren. Und dann kannst du ganz gut frische Luft einbanieren. Okay. Und mal schauen, wo wir heute noch so überall hinspazieren. Wir mit der Kamera. Ich habe euch eingeladen, mit mir heute mitzuspazieren. Und ja, wird schon sehen. Bis dann einmal wieder, gell? So, wie seht ihr, ich raste mich jetzt von fünf spazieren, geht ein bisschen auf den Glander aus, weil ich möchte ein bisschen länger spazieren gehen. Die Luft ist so gut, wisst ihr?
Ist auch ganz wichtig, die frische Luft, gerade im Jahr 2020 soll es ja noch besser sein wie in den anderen Jahren. Darum koste ich das jetzt aus, die Luft so viel wie noch kann zu inhalieren. Weil ich möchte ja gesund bleiben und dann gebe ich euch einen Rat, gerade im Jahr 2020, wo die Luft schon viel besser ist wie sonst in den anderen Jahren, nehmt euch ein bisschen was davor. Es ist genug für jeden da, frische Luft, es sind Hülle und Fülle da. Am besten beim Spazierengehen einsammeln. Liegt überall herum, in der Luft, am Boden. Einfach so einatmen. Und am besten beim Spazierengehen halt. Und bei so einem schönen Wetter erst recht, gell? Naja, okay. Ich raste mich jetzt noch ein bisschen aus und dann schaue ich wieder weiter mit euch. Bis dann. Ja, geht. Beim Spazierengehen, da kommen mal so intelligente Leute in den Weg, die haben so nette Sprüche halt drauf. Wie dem hier zum Beispiel. Und zwar von Goethe persönlich, als er gefragt wurde, was die beste Regierung sei. Er hat gesagt, die beste Regierung ist diejenige, die uns lehrt, uns selbst zu regieren. Das heißt, da geht es um volle Selbstverantwortung und nicht um Diktat von oben. Oh, das ist ja etwas, was man beim Spaziergehen mitnehmen kann, so tolle Sprüche. Also nicht nur frische Luft, gell, ist genug da. Danke. Danke. Bedanke mich auch bei euch. Ich mich auch bei dir. Na ja, dann schauen wir weiter, gell? Ja, jetzt habe ich mich genug ausgerast auf meinen Clan da. Ich denke mal, ich werde jetzt ein bisschen weiter spazieren. Zufälligerweise sind jetzt sehr viele Leute auch beim Spazieren, wie ich sehe, aber muss an dem schönen Wetter liegen. Oder die anderen haben auch geschnallt, dass halt so viel frische Luft unterwegs ist. Die haben, glaube ich, wissen sie auch, dass man viel frische Luft inhalieren muss am Tag. Im Zimmer daheim kann man ja viel lüften, aber so gute frische Luft wie da draußen, als wir daheim, gibt es natürlich nicht. Gell? Und wie seht ihr, die schöne Salzburg schauen wir uns heute alle an. Vielleicht ist es auch eine Tourismusgruppe, die da unterwegs ist. Und ich stehe gerade bloß ein bisschen da dazwischen. Aber wie es auch sein, ob Touristen oder Spaziergänger, es sind alles nur Menschen. Ich glaube, eine ziemlich bunte Menschengruppe. Was so alles privat mache, interessiert mich nicht. Weil wichtig ist, dass die Leute schneien, dass frische Luft zu inhalieren wichtig ist. Und das ist das, was uns alle miteinander verbindet. Ja, ihr seht es da. Dahinter haben wir die Getreidegassen. Da oben haben wir einen Café Winkel auf dem Mönchsberg oben. Da hinten oben ist der Kapuzinerberg. Ja, sehen wir jetzt nicht so wegen diesen schönen altertümlichen Renaissance-Bauweisen, was wir in Salzburg zu bieten haben. Radlfahrer kosten halt auch den Tag aus, wie ihr seht. Ja, und wenn wir vielleicht mal eine schöne Sehenswürdigkeit wie das Sengbein spazieren gehen, dann hole ich euch wieder dazu, gell? Dabei möchte ich ein bisschen frische Luft inhalieren. Da brauche ich die Kamera nicht, stört ein wenig. Bis dann! Bis 6, jetzt gehen wir unten beim Radlweg, dann da über die Brücken drüber. Es sind zwar viele Leute da, aber ich glaube, der Mindestabstand wird schon eingehalten werden. Da schaut einmal eine Litfaßsäule auch beim Spazierengehen. Auch Litfaßsäulen brauchen frische Luft, das mit nicht erodieren. Die hat sich aber ganz schön angesammelt, die Schlange, bis du cool hörst. Strom bitte links gehen, Corona bitte rechts gehen. Danke. Servus, Herr. Hi. Grüß dich. Ja. Da schaut euch das an, so viele Leute beim Spazierengehen heute her. Bei dem schönen Wetter. Ja, aber jeder möchte halt ein bisschen was von der frischen Luft abkriegen. Aber habt keine Angst, wenn so viele Leute da sind, es ist genug frische Luft für alle da. Gell? Keiner schnappt euch was weg. Also es zahlt sich aus. Sogar die Polizei hinten nutzt den Tag, um frische Luft zu schnappen, wie seht ihr. Ja, die Polizei ist auch gescheit, die weiß auch, was einer gut tut. Frische Luft.
Also, spazieren wir weiter. Bis dann. Schaut euch das ab. Da hinten, da marschieren sie. Da über der Brocken drüber. Und auf der anderen Seite marschieren sie auch noch. Spazieren. Alle gehen spazieren und schnappen frische Luft. Oh, die Liebe ist auch mit dabei. Stehen sie auf dafür. Nehmen die Füße in die Hand. Ja, super. Ah, dann schauen wir weiter. Ah, schaut's, Kaffee Winkler, da oben. Das ist eine ganz große Tourismusgruppe. Wir schauen uns heute Salzburg an. Wirklich klasse, gell? Also, ist euch empfehlen, in jeder Stadt für euch gibt es Sehenswürdigkeiten. Schöne Sehenswürdigkeiten, schaut es euch an. Und wenn ihr eine Hand frei habt, schaut sicher auch nicht. Handwerk gesendet. Danke, dass du auf uns aufpassen. Okay, bedankt euch alle bei den Polizisten, dass sie auf uns aufpassen. Nein, ich rede gerade mit meinen Zusehern hier. Seht, die Leute sind so lustig miteinander, jeder fühlt sich angesprochen, weil so das Ausnutzen, die frische Luft einzuinhalieren. Aber wie gesagt, bedankt euch alle bei den Polizisten, dass sie auf uns aufpassen, dass uns da auf dem Spazierenweg nichts passiert. Sie sind echt freundlich, die tun euch nichts, sie sind handsam. Füttern würde ich es nicht, aber ein Kompliment, glaube ich, vertragen sie. Okay, dann schauen wir weiter, gell? Und das ist nicht der Anfang, sondern die Mitten. Da ist der Rest. Tja, ihr seht's, weil es so schön ist heute, mache ich jetzt nur eine zweite Runde. Irgendwie fällt es den anderen Spaziergängern halt auch so auf, dass man nochmal eine Runde gehen kann in unseren schönen Salzburg, gell? Ja dann, viel Spaß beim Mitspazieren. Und das nächste Mal in Real Life, wenn es geht. Hört die Musik da? Ich hoffe, dass mir das YouTube da nicht ein bisschen streikt, darum halte ich mich recht kurz. Schaut einmal. Ein DJ! Aber wie gesagt, ich schalte mich aber aus. Grüß euch, ihr Hürden. Grüß dich. Hallo. Ja. Zeit vergeht. Ich sehe quasi in so einem kleinen Rahmen. Ja. Seht ihr das? Wie sich die Polizisten nicht mit den Leuten unterhalten. Die haben sich einfach entschlossen, mit uns mitzuspazieren. Wahrscheinlich auch, weil sie die frische Luft genießen wollen, gell? Ich weiß, das habe ich oft gesagt, aber das kann man nicht oft genug sagen. Frische Luft ist wichtig. Und genug für alle da. So, also wenn ihr bei so einem Spaziergang unterwegs seid, zeige ich jetzt nochmal zum Schluss, was wirklich wichtig ist. Dass ihr einfach in Demut euch bei den Menschen bedankt, die dafür sorgen, dass wir geschützt sind. Dass uns bei so einem Spaziergang zum Beispiel einfach nichts passiert. Und wenn das die Menschen machen, dann muss man sie bedanken. Dann freuen sie sich recht. Entschuldigung, ich wollte mich bei euch bedanken, dass es auf uns so aufpasst. Ja, bitte. Dass es uns beschützt, dass uns auf dem Spazierweg nichts passiert. Ja, wollen wir hoffen, wir sind noch nicht, es ist noch nicht 13 Uhr. Ja. Nein, jedenfalls, das ist wichtig, dass man sich bei euch bedankt. Ja, das ist wirklich. Das ist ein kleiner Applaus wert. Viele Leute nutzen ja das Jahr 2020 ja aus, um ihre Hundegasse zu führen, ein bisschen mehr als wie gewohnt. Seht, es kann auch Blumengasse führen. Ja, genau.
super Sache. Heute ohne Elefant. Ja, der ist gestern so lang marschiert, der ist mir. Ja. Nächsten Samstag ist er wieder da. Ist aber noch lange nicht vorbei, wenn ihr da eine Lücke seht, weil es hat ja mit Mindestabstand zu tun. Seht, da hinten marschieren sie auch noch weiter. Gell? So ein schöner Tag heute, ja. Optimal zum frischen Luft schnappen. Und spazieren geht dabei, gell? Nicht vergessen, das ist halt gesund. Das Beste, was man für Gesundheit machen kann, ist gesunde Ernährung, viel spazieren gehen, frische Luft schnappen, nicht immer grantig sein, ist auch wichtig für die Gesundheit. Naja, wenn euch auch noch irgendwas einfällt, was wirklich gut ist für die Gesundheit, schreibt das unten in die Kommentare vielleicht rein. Dann werde ich noch ein bisschen schlauer, als ich heute schon bin. Okay dann, gehen wir weiter spazieren. Kommt's mit. Jetzt zeige ich einfach einmal, wie viel Leute heute frische Luft genießen. Also es braucht sich nie fürchten, dass ihr alleinig seid, gell? Die Polizei beschützt uns, weil wir so viele Leute sind, schauen sie auf uns. Und eine echte große Menschenmasse, wo es heute spazieren geht. Eventuell werden wir ein paar Stickeln dann schneller vorspulen, weil sonst dauert ja diese Sequenz eine Stunde lang bei dieser Menschenmasse, wo es halt spazieren geht. Und ja, und dann bis später wieder. Muss ich mal die Menschenmenge erfassen, was da ist. Das ist ja toll. Nein. Also wir verabschieden uns, ja? Ja, wir wünschen euch was. Ja, wir werden euch zahlen für uns, gell? Achtung. Ja, warte mal. Schönen Abend. Kennt ihr da wieder arbeiten? Also, ciao. Ciao, vielen Dank. Alles gut.
Aufwachen! Ich muss die Menschenmenge aufnehmen. So, als ihr seht, sind so viele Leute. Da konnte jetzt eine Stunde lang noch stehen und es kamen halt nur noch Leute daher. Wie schaut es da drüben auf der anderen Seite? Stehen sie auch noch volle Länge an. Ich werde mal ein bisschen ranzoomen. Und ihr seht, wir brauchen uns nicht fürchten, wir haben sogar einen Polizeischutz. So ist dann. Ich möchte jetzt nicht lange blöd rumstehen. Ich habe ja gesagt, dass ich spazieren gemächert. Drum, bis nachher wieder. Und sowas verbindet, wisst ihr? Kein Schreien, kein Rumgrölen, kein lautstarkes Ding halt einfach, wisst ihr? Nur sowas verbindet. Sechs Frieden, nur Frieden. So, ich glaube, meine Füße haben heute gut vertreten. Ja, freilich. Grüß dich. Warum bist du heute da? Warum ich heute da bin? Ja. Das war einfach schauen, dass der Mensch in Frieden, Freiheit und Wohlstand leben kann. Dass es eben nicht nur gewissen 1% vorbehalten ist, sondern dass es jedem Menschen einfach zusteht. Und wie die Leute halt klatschen beim Spaziergehen, halt, sieht man, dass sie sich wirklich wohlfühlen mit so einem Motto. Dankeschön an die Exekutive. Dankeschön. Danke an die Exekutive. Nein, es war einfach wunderschön und es ist unfriedlich und Gott sei Dank, so soll es bleiben. Es soll unsere Zukunft sein, seine Begegnung auf Höhe. Und natürlich immer mit gesunder Nahrung. Danke. Also ihr seht, wie sich die Leute bei den Polizisten bedanken, dass sie uns so sicher dreimal hier um den Weg gebracht haben beim Spazierengehen. Also, man sieht schon, auch die Polizisten wissen, um was es geht. Und man muss dafür auch dankbar sein, gell? Na dann, ich hoffe, beim nächsten Mal seid ihr auch mit dabei und nicht nur hinter den Sofas, hinter dem Monitor, gell? Weil wisst ihr, wer rastet, der rostet. Ja dann, Baba, pfiat euch. Bis zum nächsten Mal dann in Real Life, okay? Ciao. Hey, seid ihr auch noch da? Ja cool, dass ihr auch mit dabei seid, noch beim Spazieren gehen. Also, jetzt werde ich mal heimspazieren. War ja wirklich lang heute. Aber wie ihr es gesehen habt, beim Spazierengehen trifft man wirklich viel Leute. Ja, habt ihr gesehen, Polizisten hat man viel unterhalten können, mit Passanten hat man sich unterhalten können, Touristen. Also, man als Unternehmer braucht mit Menschen. Menschen unterscheiden sich ja nichts von irgendetwas. Wenn wir uns schneiden, blüht man alle gleich. Wenn man zum Lachen braucht, werden lachen wir alle gleich. Da gibt es keine andere Fremdsprache. Und ich würde mal sagen, ich werde jetzt öfters noch mal spazieren gehen, nächsten Sonntag. Also ich gehe immer gerne mal 10 Vormittag spazieren. Da hat man das beste Licht und die beste frische Luft. Sonntags eine gute Zeit, finde ich, um 10 vormittags spazieren zu gehen. Also ich rate es euch auch, kann es euch echt nur anraten, holt euch in Zukunft auch ein bisschen mehr frische Luft. Sonntags um 10 Uhr
Da trifft man viele Leute, kann man sich nett unterhalten. Selbst sogar mit der Polizei, wie ihr es gesehen habt, die nutzt das schöne Wetter auch immer schön aus. Ja, und dann freut mich, dass ihr dabei wart, auf dem Sofa. Vielleicht beim nächsten Mal dann in Real Life. Bis dann, beim nächsten Mal. Baba. Für euch.